Anno und SimCity auf einem fernen Planeten. In Avon Colony soll der Spieler dafür sorgen, dass seine auf einer anderen Welt angesiedelte Stadt wächst und gedeiht. Andernfalls wird er bei den regelmäßig stattfindenden Wahlen abgestraft. Für zusätzliche Probleme sorgen Umweltbedingungen wie Stürme, Alienviren oder riesige Sandwürmer. Logische Zusammenhänge, klar strukturierte Warenkreisläufe, eine gelungene Steuerung und außerirdische Exotik. Avon Colony macht vieles richtig. Nur bei den Missionen hätte ein bisschen mehr Abwechslung gut getan. Bastion und Transistor waren kleine Geniestreiche. Jetzt versucht sich das Indie-Studio Supergiant Games abermals an etwas völlig Neuem und veröffentlicht mit Pyre eine Mixtur aus Visual Novel, Rollenspiel, Echtzeitschach und Fantasy-Basketball. Nicht minder ungewöhnlich ist die gesamte Welt mit all ihren fremdartigen Figuren darin, inklusive Dämonen, Hundewesen und Wurmrittern. Noch kurioser, um ungeliebte Teammitglieder loszuwerden, muss man vorher ausgiebig mit ihnen spielen. Den Mangel an Abwechslung macht die einzigartige Atmosphäre wieder wett. Fast 6 Jahre sind seit der Ankündigung von Fortnite vergangen. Jetzt gibt's das kunterbunte Koop-Survival-Abenteuer zu kaufen. Online wie auch im Laden. Zu Preisen von 40 bis 150 Euro. Was kurios und verwirrend zugleich ist. Warum? Weil der Titel einerseits den Early Access Status hat, also offiziell immer noch nicht fertig ist, andererseits, weil er 2018 irgendwann zum kostenlosen Free-to-Play-Modell wechseln soll. Die Kaufpakete versprechen unterschiedliche Vorteile im Kampf gegen Monster und Untote. Tonnen von besseren Waffen und Upgrades für die eigene Festung. Denn Fortnite ist eine überraschend komplexe Mischung aus Survival, Tower Defense und Shooter. Oder vereinfacht formuliert, es geht ums Bauen und Ballern. Nach den ersten Anspielsessions ist man ein bisschen ratlos. Das Spiel macht im Verbund mit 3 weiteren Spielern jede Menge Spaß, trotz der etwas eintönig gestalteten Missionen. Aber die Gründe für den Kauf eines Early Access Spiels, das schon nächstes Jahr kostenlos wird und in Gänze auf Mikrotransaktionen setzen wird, sollte Epic vielleicht nochmal allen genauer erklären.